Hallo zusammen, es ist Freitag. Wir haben den 30. Juli, somit Monatsende, und wir haben 17.21 Uhr. Das tue ich mir jetzt nicht an, dass ich jetzt auch auf den Schlusskurs warte, weil es ist eigentlich völlig unerheblich. Wir haben eine Wochenrange, aufgepasst, von 236 Punkten. Das sind 1,5%. Also das erlebt man also auch sehr, sehr selten. Vor allen Dingen, wenn in der Zwischenzeit da diverse Aktien nach oben oder unten treten. Das ist wirklich eine Arbeitsverweigerung. Wie dem auch sei, der Vorteil von dieser Bewegung in der letzten Woche ist, wir haben jetzt hier so eine Range, die ist hier blau gezeichnet. Die Oberbegrenzung ist 15,677 und die untere ist 15,420. Und daran mache ich die nächste Bewegung fest. Wir sind ja wieder um die 20-Tage-Linie. Ich möchte das Wort neutral gar nicht mehr gebrauchen, aber von den Bändern neutral, an der 20-Tage-Linie, vom MACD neutral, nur minimal überkauft über den Oszillator. Sorry, es ist nun mal so. Es haben einige gesagt, ich soll doch mal nicht den DAX machen, sondern mehr Einzelwerte. Also der DAX am Mittwoch und am Freitag, der bleibt so, wie er ist. Aber ich gelobe Besserung. Ich mache also dann ab nächste Woche, mache ich halt auch mal wieder ein paar mehr Einzelwerte. Das geht dann halt vielleicht zu Lasten vom Gold oder mal kein Nasdaq. Aber gut, ich schaue danach. Denn in den Einzelwerten, da spielt halt doch schon ganz erhebliche Musik. Siehe Deutsche Bank diese Woche. Dann werden aber auch andere Aktien mal ein bisschen weicher, wie Deutsche Post momentan. Die Lufthansa springen rum. Ja, auch mal, dass man über den DAX-Rand hinausschaut. Aber wie auch immer, 236 Punkte, das ist eine Frechheit. Also, neutral, leicht überkauft. Neutral, das ist die Range. Ich habe, und deswegen kann ich es ganz kurz machen hier, ich habe mir diesen Kaufoptionsschein, also diesen K.O.-Schein angeschaut. 15.107, da sind wir ungefähr hier. Das ist ein Open-End-Schein. Und den werde ich aber erst dann kaufen, wenn wir die Range nach oben verlassen, mit ungefähr 30 Punkten drüber, also über der 15.700. Da muss eine 4-Stunden-Kerze drüber schließen. Sonst nicht. Das ist die GH9B2P. Das ist im Moment ein 35er Hebel, der wird dann nicht mehr so hoch sein. Aber vorher kaufe ich den auch nicht. Ja, dann gucke ich lieber mal eine Zeit lang nicht hin. Vom Put her ist genauso, ich werde einen Put kaufen, wenn wir diesen Mini-Mini-Doppelboden hier bei 15.420, wenn wir den mit einer 4-Stunden-Kerze unterbieten. Vorher mache ich das nicht. Es hat keinen Sinn. Das ist Zeitverschwendung. Und da gibt es zum Beispiel, das ist genau der gleiche Hebel, auch ein 35er, 15.994. Da sind wir hier etwas hinter dem oberen Band. Man kann auch ein bisschen näher dran gehen, aber ich finde, das muss nicht unbedingt sein. 15.994, und das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GF8QT0. GF8QT0. Aber nochmal, auch den werde ich nur kaufen, wenn dieser Doppelboden hier mit einer 4-Stunden-Kerze unterboten wurde. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube Besserung. Also ich mache auch jetzt mal ein paar Einzelaktien wieder ein bisschen mehr. Macht momentan sowieso mehr Spaß, muss ich sagen. Ansonsten wünsche ich euch ein tolles Wochenende. Happy Trading und fette Beute. Bye bye.